avec le battement de cœur final de le temps. La dernière fleur envolée.
Mein Weg führte bisher über zahlreiche Hürden, Umwege, Höhen und Tiefen. Ich bin stolz, diesen Weg gegangen zu sein und ihn immer noch zu gehen. Ich schreibe dieses Buch, um zu erzählen, dass man sich von Hindernissen nicht aus der Bahn werfen lassen darf. Dass es möglich ist, aus einem total untalentierten, verunsicherten, teilweise recht negativ eingestellten Menschen einen Sportler zu machen, der seine Leistungsgrenzen immer weiter nach oben verschieben kann. Man nennt ihn nicht umsonst Hans die Maschine. Wir haben es! 800 Kilometer! 800 Kilometer!